Dunkel wird es auch noch. Na super. So, das sollte reichen. Ja. Skelett und Spinne. Ahoi. Immerhin, wir sind auf einem sehr guten Weg, dass wir die unsere kleine Strandvilla fertig kriegen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, natürlich. Ja. So. Schnell in die Hütte rein und dann... Ja, von außen muss ich nur schauen, wie ich das dann verschöne. Weil so ganz blank will ich es dann auch nicht lassen. So. Trockenbeton. In hellgrau, bitteschön. Oh, sind wir schon voll. Okay. Naja, immerhin. So. Den müssen wir jetzt natürlich dann auch noch in Grau umwandeln. So. Also was... In Grau sage ich schon. Also in normalen. Weil... Ja. Weil wegen. Okay, da haben wir ein bisschen viel von. Aber das andere... Also ich will ja schräg auch noch was bauen. Das werde ich aber zur anderen Seite bauen, glaube ich, übers Feld. Ja. Und das wird dann... definitiv in Grau gehalten. Ich glaube, das ist eine gute Abwechslung. Unsere Insel ist schon cool. Und vor allen Dingen ist da noch so schön viel Platz für andere Leute. Oder weiter weg geht natürlich auch, weil die U-Bahn, die haben wir ja. So. Jetzt die Frage. Ja, da ist auch Wasser. Okay. Und zack. Das wäre geil gewesen jetzt. Ja, so langsam wird's ja was. Zack. Er ist leider ein bisschen langwierig. Eisen haben wir noch, okay. Sticks haben wir halt nur nicht mehr. Ja, genau so. Mhm.
wie schaut's hier eigentlich aus? Dann packen wir die gleich mal darüber. Kann man immer gut gebrauchen. Und vor allem den Glas, oh, brauchen wir ja so oder so noch. Also den überschüssigen Sand, den, der wird bei uns, glaube ich, nicht schlecht. Ja, mal schauen, wie weit wir mit dem Haus kommen. Oder ob wir es doch fertig machen, oder. Weil ein bisschen mehr Platz brauchen wir. Von den Zimmern her. Naja, jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Für einen Grund sollte das schon mal reichen, eigentlich. So. So. Da drüben ist auch noch was. Wie schaut's aus mit Soja? Nö. Nix Soja. Ah, da müssen wir mal am Laufenden bleiben. Das ist nämlich verdammt wichtig. So. Trockenbeton werden wir mal ganz trocken da reinpacken. Beton, Beton. Hellgrauer Beton. Trocken, trocken müsste es sein. Ja, okay, passt. Passt. So, das ist ja die normale Etage, ne? Das haben wir ja alles ganz easygoing gemacht. So. Das bleibt, wie es ist. Das muss so oder so auch so gebaut werden. Mhm. So. Mhm. Dann hätten wir da schon mal den Boden. Und jetzt kommt der Clou. Ich baue das erstmal bis hierher. Das ist jetzt natürlich die Frage. Von hier hoch ist sehr blöd, das ist zu dick. Dann bauen wir einfach mal hier rüber. Das auch schon mal. Na, das ist ja die ganz normale Ebene.
Huch. Ja, dann muss das Feld später weg. Und wir brauchen natürlich einen Boden. Boden. Huch. Warum komme ich da nicht mehr hoch? Oh. Das ist... Achso. Wurscht, weil... Nee, warte mal. So, so. So, so. Geht sich aus, okay. Okay. Problem gelöst. Ja, dann nehmen wir das auch noch mit. Dann gehört das hier auch noch weg, weil das muss bis oben zum Dach gezogen werden. Haben wir keine mehr von. So, und die hier. Ist jetzt die Frage, wie hoch wir das gestalten? Zackig und knackig. Eins muss ich noch ändern. So. Weil ich möchte... So. Ich möchte nämlich da oben als Umrandung die Weißen haben. Und noch ein. Blöd. So. Ja, dann fall halt runter. So. Genau. So muss das dann aussehen. Perfekt. So, rüber ins Haus. Lalala. Läuft doch hervorragend, würde ich sagen. So. La 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 la. Huch, da haben wir ja noch welche. So. Ja, ein bisschen farbliche Gestaltung müssen wir dann eh noch reinbringen. Ach so, siehst du? Glas einschmelzen. Also nicht Glas, sondern, ja. Farbiges Glas wäre natürlich auch interessant. Werde ich jetzt mal ausprobieren. Muss ich unbedingt machen. So. Und White Dye. Passt. Achso, und natürlich. So. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Wenn wir das zum Beispiel hier machen.
Ich weiß nicht. Hellgrau? Haben wir hellgrau noch? Ja. Probieren wir auch mal aus. Haben wir noch genug? Ja, haben wir noch. So. Weil so ganz normales Glas will ich auch nicht da drin haben. Huch. So. Probieren wir auch gleich. Machen wir gleich hier neben. Ist ja nur ein Test. Schaut besser aus. Werden wir, glaube ich, auch so machen. So. Huch, ein Chisel brauchen wir nicht. Ich wollte eigentlich Glas machen. So. Und oben könnte man ja die Weißen reinmachen. Das wird ja auch super funktionieren, glaube ich. So. Wie viele brauchen wir denn da oben noch? Drei Stück. 1, 2, 3. Hammer. Ja. So. Dann haben wir das auch schon soweit. Fertig. Zackig und knackig geht's dahin. Huch. Ja, wir haben wirklich nur noch 8. Okay. Ja, das ist jetzt die Frage, wie wir da weiterbauen, aber naja, gut. Keine Ahnung. So. Das werden wir definitiv mal wegmachen. Vielleicht machen wir da auch einfach eine weiße Scheibe rein. Achso. Also eher doch nicht. Warte mal, dann müssen wir das hier wegmachen, weil das funktioniert nicht so richtig. Ah, das falsche Glas. Nein. Weil es eh nichts kostet, ne?